Wir waren ja nicht so naiv, dass wir von Anfang an vermutet hätten, dass alle neuen Forderungen umgesetzt werden. Wir haben immer gesagt, es ist realistisch, dass 1 bis 2 Forderungen umgesetzt werden. Das glaube ich mittlerweile nach diesen 2 Ausschussterminen auch nicht mehr. Es geht nicht nur um die 500.000 Menschen, die dieses Volksbegehren unterschrieben haben. Frauen und Männer, Queer-Personen, alle, die das unterschrieben haben, wollten und haben dokumentiert, dass gesellschaftspolitisch in Österreich wir nicht im 21. Jahrhundert angekommen sind, dass hier einiges noch zu tun ist. Begehren zeigt auch, und das sollte vielleicht Ihnen als Abgeordnete auch Sorgen bereiten, dass Politik immer öfter abseits dieser starren Parteistrukturen stattfindet. Es war von Anfang an klar, dass wir nicht mit allen Themen überall d'accord sind, aber es gibt sehr viele Dinge, die wir ähnlich sehen und wo wir auch ganz sicher dranbleiben werden. Auch wenn wir naturgemäßerweise ab und zu andere Zugänge zu den einem oder anderen Thema haben. Ich denke, dass wenn man die Gelegenheit jetzt nutzen kann, dass es auch wahrscheinlich ein erhöhtes Wissen auch über viele Argumente pro oder contra zu einzelnen Punkten gibt, dass man das als Rutsche nimmt, um in manchen Themenbereichen auch flotter voranzugehen. Ich würde sagen zwiespaltig. Also einerseits freuen wir uns natürlich schon, dass die Ausschussberatungen jetzt zu Ende gehen, was einfach heißt quasi, dass wir uns auch ein bisschen ein Stück weit von der Zeit und vom Aufwand zurücknehmen können. Aber natürlich ist schon noch ein bisschen die Frage im Raum, was passiert jetzt? Es gibt jetzt zwar schon noch eine Plenarsitzung, wo das Frauenvolksbegehren tatsächlich quasi in dritter Lesung beendet wird. Also es wird nochmal abgestimmt drüber. Aber ich finde, die große Frage, die bleibt weiterhin und die wurde jetzt auch im Ausschuss nicht final geklärt. Was passiert tatsächlich? Welche Gesetze werden umgesetzt? Es haben zwar viele Parteien oder eigentlich fast jede Partei hat zugestimmt, dass es einzelne Punkte gibt, wo man ja doch zusammenarbeiten könnte. Aber ich glaube, so als Resümee bleibt eher so die offene Frage, was passiert jetzt tatsächlich? Und werden diese einzelnen Punkte, wie beispielsweise der garantierte Unterhaltsvorschuss, wo jede Partei im Parlament sitzende Partei zugestimmt hat, werden die jetzt tatsächlich auch umgesetzt? Man hat ja auch gesehen, bei den Abschlussreden war ja schon die Zustimmung von den Regierungsfraktionen, dass dies erst der Anstoß sein sollte und dass es hier weitere gemeinsame Anträge gibt. Das heißt, ich glaube, da schwingt schon ein bisschen Hoffnung mit. Aber währenddessen hat man schon gesehen, dass die Meinungen auch teilweise sehr intensiv oder sehr stark auseinander liegen. Weil es doch sehr um Parteipolitik geht. Das hat man wieder gemerkt, es geht um Ideologien und von der geht man nicht runter, egal wie sinnvoll ein Vorschlag wäre von uns. Was man nicht unterschreiben darf, darf man nicht unterschreiben sozusagen. Und das ist schon ein Stück weit irgendwie frustrierend. Also ich denke, dass es zumindest die Mandatarinnen, die dabei waren, sicher beeinflusst hat, weil es waren jetzt fast zu allen Punkten 4 oder 5 Spezialisten und Spezialistinnen da. Und man hört natürlich sehr aufmerksam zu und hört sich auch die Expertise der Menschen an. Aber es ist ja prinzipiell, das habe ich eh versucht dann auch herauszuarbeiten, dass es prinzipiell voll wichtig ist, dass es das Frauenvolksbegehren gibt, dass sie einfach diese Themen auf den Tisch bringen. Wo ich auch was dazugelernt habe wirklich, das war diese Inputs bezüglich der Frauen mit Migrationshintergrund, die um Asyl ansuchen. Also das war mir nicht so ganz bewusst, wie schwierig da oft die Situation ist. Oder auch eben der Menschen, die aus der LGBT-Community kommen, das war mir jetzt nicht ganz klar, dass es da so große Schwierigkeiten gibt, das muss ich ehrlich sagen. Die anderen Themen, nachdem ich auch schon in der letzten Periode im Gleichbehandlungsausschuss war, waren mir jetzt schon bekannt und natürlich gibt es verschiedene Inputs, die interessant sind. Also wir haben heute auch schon angekündigt und ich glaube, es ist ganz klar, dass das Frauenvolksbegehren so als Bewegung und wir haben es heute auch als Idee und Sehnsucht genannt, dass das bestehen bleibt, weil wir sind ja quasi auch nur Vertreterinnen von 500.000 Menschen in Österreich, die etwas unterzeichnet haben und weiterhin natürlich für Gleichberechtigung und für diese Ideen auch stehen werden. Also das Frauenvolksbegehren geht weiter als Idee, als Sehnsucht, aber auch als Verein. Also wir werden nicht von der Bildfläche verschwinden, aber ich glaube, es ist schon auch ganz klar rausgekommen, es braucht auch politische Parteien im Parlament, die diese Ideen aufgreifen. Weil Bürgerinneninitiativen können noch so viel Zeit, noch so viel Aufwand und Geld quasi in diese Strukturen hineinbuttern. Letztlich können wir selber keine Gesetze umsetzen und es braucht halt einfach diese Parteipolitik.